berühmten Sieger beim 3:3, als er dem Schweden zum zweiten Mal das Aufschlagspiel abnahm. Anschließend war die Siegerpose angesagt. Beim Stand von 5:3 im zweiten Satz vergab Becker die erste Möglichkeit, das Spiel für sich zu entscheiden. Da half auch kein flehender Blick zum Schiedsrichter. In der Schlussphase kam dann noch einmal Spannung auf, als Becker sein Aufschlagspiel zum 5:4 verlor. Im Anschluss aber zeigte er sein großes Selbstvertrauen. Fast mühelos trumpfte Becker im anschließenden Spiel gegen Jarit auf, obwohl der Schwede servierte. Mit 6:3, 6:4 erreichte der 18-jährige Boris Becker wie schon in Wimbledon als jüngster Spieler das Finale des seit 1970 ausgetragenen Masters-Turniers. So souverän wie im Spiel wirkte Becker auch im Gespräch mit dem amerikanischen Fernsehen. Waren Sie ein wenig verärgert, dass Sie nicht den ersten Matchball gegen Jarit verwertet haben? Ich dachte, der Ball wäre aus gewesen, aber Pech gehabt. Beim 5:3 unterlief Jarit auf der Einstandseite kein Fehler mehr beim Aufschlag Return. Und ich konnte den Punkt nicht machen. Und am Ende gelang ihm ein guter Passierschlag. Sie haben sich im Spiel mit Jarit unterhalten? Weil ich keinen Ass auf der Einstandseite spielen konnte, fragte ich ihn, auf welcher Seite er den Rückhand-Return platzieren möchte. Während Boris Becker in New York triumphierte, erreichte Claudia Kohde bei einem Turnier im amerikanischen Worcester das Halbfinale. Sie schlug die Britin Jo Drury in 2 Sätzen mit 6:2 und 6:1. Ihre nächste Gegnerin wird die Amerikanerin Rinaldi oder die Kanadierin Kelesi sein. Eine taktische Meisterleistung gelang heute dem 1. FC Nürnberg. In einem Nachholspiel der Fußball-Bundesliga unterlag der Tabellensechste Waldhof Mannheim den Nürnbergern auf eigenem Platz mit 0:1. Ein zweites Nachholspiel, die Begegnung zwischen dem VfL Bochum und dem 1. FC Köln, fiel dem schlechten Wetter zum Opfer. Ein volles Bundesliga-Programm soll es am kommenden Wochenende wieder geben. Dann beginnt die Rückrunde. 24 Stunden nach seinem ersten Erfolg auf der Kitzbüheler Streif gewann der Österreicher Peter Wirnsberger auch die traditionelle Hahnenkammabfahrt. Durch seinen 4. Abfahrtsieg hintereinander übernahm er mit 10 Punkten Vorsprung auch die Führung im Gesamtweltcup vor dem für Luxemburg startenden Österreicher Marc Girardelli. Unmittelbar nach Wirnsberger ging dessen Landsmann Erwin Resch ins Rennen, verfehlte jedoch die Siegerzeit um 15 Hundertstel Sekunden. Platz 3 belegte der Italiener Michael Mayer. Die beiden besten deutschen Abfahrer, Sepp Wildgruber und Markus Wasmeier, kamen nicht in die Weltcup-Ränge. In guter Form stellte sich 4 Wochen vor der Biathlon-Weltmeisterschaft in Oslo Olympiasieger Peter Angerer aus Hammer vor. Der 26-Jährige gewann heute im italienischen Antholz einen Schieß- und Laufwettbewerb über 10 Kilometer und übernahm damit die Führung in der Weltcup-Wertung vor 2 Skandinaviern. Start zur 54. Rallye Monte Carlo. Einer von 6 Startorten war heute Bad Homburg. Hier gingen 16 Mannschaften auf die fast 4000 Kilometer lange Strecke. Unter ihnen der mehrfache Rallye-Weltmeister Walter Röhrl aus Regensburg und sein Co-Pilot Geisdorfer. Sie fahren einen Audi Quattro Sport. Bis morgen früh müssen sie am Sammelpunkt im südfranzösischen Aix-les-Bains, wo die ersten Wertungsprüfungen beginnen, sein. Die größte Wassersportausstellung der Welt, die Boot 86, ist heute in Düsseldorf eröffnet worden. 1600 Firmen aus 32 Ländern sind dort vertreten. In seiner Eröffnungsrede versprach Bundesverkehrsminister Dollinger den Seglern und Motorbootfahrern, dass sie auch künftig nicht enger an die Leine gesetzlicher Vorschriften gelegt würden. Und nun die Wettervorhersage für Sonntag, den 19. Januar. Überwiegend stark bewölkt und Regen. Im Süden und Südwesten Deutschlands zum Teil ergiebiger Regen. Allmählicher Temperaturanstieg bis zu Tageshöchsttemperaturen zwischen 5 und 10 Grad.
Mäßiger bis frischer, zeitweise starker und sehr böiger Südwest- bis Westwind. Die weiteren Aussichten wechselhaft mit Regenschauern. Im Bergland zum Teil auch wieder Schneeschauer und etwas zurückgehende Temperaturen. Die Tagesschau meldet sich noch einmal gegen 1.50 Uhr. Das Wort zum Sonntag spricht Pfarrer Bernhard Löffler, Laupheim. Guten Abend, verehrte Zuschauer. Stellen Sie sich vor, Sie kommen nach Hause und greifen wie gewohnt nach dem Schlüssel, aber er ist nicht da. Er muss doch drin sein, sagen Sie, und stellen die Tasche auf den Kopf, vergeblich. Das ist nicht nur eine ganz alltägliche Situation, wie wir sie alle kennen, das ist auch ein Bild. Ein Bild für unsere Suche nach Gott. Wie oft stehen wir da wie vor einer verschlossenen Tür und suchen nach dem Schlüssel? Was haben Menschen an dieser Tür geklopft? Gerufen, wo bist du, Gott? Zeige dein Angesicht. Schon in der Bibel steht dieser Hilferuf, so alt ist dieses Klopfen. Ist es vergebens? Wer anklopft, dem wird aufgetan, sagt Jesus, und es steckt fast ein Vorwurf drin. Was denkt ihr eigentlich von Gott? In der geheimen Offenbarung wird uns gesagt, so spricht der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand mehr schließen kann. Gott hat aufgemacht und uns den Zugang zu seinem Reich erschlossen. Das ist mit kurzen Worten die ganze Botschaft Jesu. Aber mit dieser Tür ist es wie mit einem Tresor, der nur mit zwei verschiedenen Schlüsseln geöffnet werden kann. Den einen hat Gott, den anderen der Mensch. Nur wenn beide je von ihrer Seite aufschließen, geht die Tür auf. Gott respektiert diesen Schlüsselbund, diese Freiheit des Menschen. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wo jemand meine Stimme hört und die Tür auftut, da will ich kommen und Einkehr bei ihm halten. Die alten Meister in der Suche nach Gott sagen uns, Gott bevorzuge vier Türen. Und sie empfehlen uns, die passenden vier Schlüssel griffbereit zu haben. Einen für die Tür, die in unser eigenes Inneres führt, dorthin, wo wir oft so verschlossen, so verschüttet sind. Es könnte sein, dass Gott hinter dieser Tür steht und klopft. Haben wir ihn in guten Augenblicken nicht schon gehört? Vielleicht heißt dieser Schlüssel, verlass die Oberfläche, räum den Schutt weg, erschließe deine eigene Tiefe, denn dort kannst du Gott treffen. Er hat seit deiner Taufe in deinem Innersten Wohnung genommen. Einen zweiten Schlüssel empfehlen sie uns für die Haustür des Lebens. Da klopft Gott gleichsam ganz offiziell an, wenn wir uns am Sonntag mit der Gemeinde versammeln, um ihn zu erwarten, oder wenn wir zu Hause in der Familie beten, komm, Herr Jesus, sei unser Gast. Genieren wir uns nicht, ihn so öffentlich durch das Portal unseres Lebens einzulassen. Denn dieses Verschämte, dieses Halbherzige könnte wie ein Riegel sein, der die Tür versperrt. Einen dritten Schlüssel empfehlen uns die Meister, einen für die Hintertür. Denn das ist typisch für diesen Gast, für Gott. Er klopft an zu Zeiten, wo wir überhaupt nicht mit ihm gerechnet haben und an Türen, hinter denen wir ihn nie vermutet hätten. Hätten wir erwartet, dass Gott durch eine Krankheit anklopft und ausgerechnet durch diese Tür zu uns kommen will? Aber als wir Ja sagten und damit von unserer Seite aufschlossen, erfuhren wir, was André Gide so gesagt hat, dass Krankheiten Schlüssel sind, die uns gewisse Tore öffnen können. Ja, dass es Tore gibt, die nur die Krankheit öffnen kann. Ich glaube, dass Gott häufig an einer solchen Hintertür unseres Lebens steht, während wir ihn ganz woanders erwarten. Und dann wünschen Sie uns noch einen vierten Schlüssel, einen für die Tür nach nebenan zum Mitmenschen. Denn seit Jesus von Nazareth wissen wir, dass Gott durch diese Tür besonders gern kommt. Auch wenn die Tür zum Nachbarn, zur Verwandtschaft, zum Kollegen vielleicht seit Jahr und Tag ins Schloss gefallen ist, versuchen wir es noch einmal. Könnte Gott nicht gerade durch diese Tür zu uns kommen wollen? Einer hat seine Suche nach Gott so erzählt. Ich suchte meinen Gott und fand ihn nicht.
Ich suchte meine Seele und fand sie nicht. Ich suchte meinen Nächsten und fand alle drei. Mir nicht verbieten, Ihnen und allen anderen an diesem Tisch zu sagen, dass das ein Hai ist. Und ich weiß, wie ein Hai aussieht, denn ich hatte schon mal einen vor Augen. Und es wäre besser, wir würden gegen den was unternehmen, denn ich möchte das nicht noch einmal durchmachen. Verehrte Zuschauer, gute 3 Stunden Unterhaltung mit Spielfilmen stehen nun auf dem Programm der ARD. Zunächst erleben Sie Charles Bronson in dem amerikanischen Spielfilm Telefon, den wir Ihnen nun zeigen. Als sowjetischer Geheimdienstspezialist jagt er einen flüchtigen Kollegen, der einen privaten Rachefeldzug gegen die USA führt. Don Siegel hat diesen packenden Agenten-Thriller 1977 gedreht.